Was ist denn? Hier, am Eingang. Da wo die Autos stehen, beim Parkplatz. Achso. Wo denn? Ne, den Weg runter. Habe ich markiert, die blaue Markierung. Hier stimmt keine Waffe mehr. Ende im Gelände. Noch mehr? Wow. Sie stürmen die Base. Zwei Leute. Nee, den Rest habe ich ja schon weggeschossen da unten. Ach so, da lag nämlich auch eine Seuchenprobe von mir, deswegen habe ich gedacht, ich hätte die weggefahren. Also eine Seuchenprobe von dir? Nickerchen, wo willst du denn hin? Was? Eine Seuchenprobe von dir? Was bist denn du für. Ich dachte, du bist ein Mensch. Ich bin ein Screamer. Ah, hier liegen noch ein paar Reste. Ah, du Messi. Ja. Wo kommen die denn jetzt her? Hier ist ein Wald, rechts, wo die Horde aufbauen kann. So. Beseitige Verleitung und Zombies. Ach so. Wo sind wir welche? Ah. Alle weg. Easy going. Ich finde einen Erste-Hilfe-Kasten. So. Oder ja, ich weiß nicht. Wollen wir dann mal da runtergehen zu dem. Du zu weißt, dem, dass wir erst das Seuchenherz dafür besiegen müssen, ne? Ja. Dann gehen wir ein bisschen runter, looten wir mal alles durch. Wir müssen ja eh ein bisschen Einfluss noch bekommen in der Zeit. Was? Sagst du immer die Sachen mit auf dem Weg? Also die Punkte und so weiter. Ja, einfach mal alles mitnehmen. Einfach mal zum ersten Punkt erstmal dahin fahren. Und dann von da aus alles klären, würde ich sagen. Das heißt, wir fahren erstmal zum solchen nicht. Richtig? Ja. Gib mir eine Sekunde, ich muss gerade irgendwelche Wunden heilen. Nimm dir Toolkit und Tank mit, Kalle. Na, halt einmal auftanken und einmal Toolkit noch nicht. Ich würde ersatzweise was mitnehmen. So viel Platz haben wir aber auch nicht. Sollen wir vielleicht gucken, dass wir unten schon mal so einen Außenposten errichten, oder? Weil wir haben noch Platz für einen haben wir noch. Was brauchen wir? Für solchen Herz brauchten wir Molotov-Cocktail, richtig? Erstmal das oder halt Bomben, aber ich würde sagen, wir gucken erstmal, dass wir da auf dem Weg hinfahren, weil da gibt es noch genügend zu looten auf dem Weg. Ja, genau. Okay. Ausrüsten. Wir haben noch da unten, warte mal, wenn wir mal gucken. Da ist das Home. Da ist auch ein Mobilfunksignal. Da ist ein Haus mit Rutsche. Und wir können aber erstmal das hier anfahren. Hier ist ein den Aussichtspunkt, ja, und ich habe da drüber noch ein Dings markiert. Ein Seuchenherd. Infiziertes Haus. Infiziertes Haus, ne? Das würde ich, ja genau, graues Haus. Das würde ich noch clearen, dafür kriegen wir nämlich auch Punkte. Ja, genau. Dann fahren wir erstmal dahin, wo du gemarkiert hast, und dann fahren wir zu dem Aussichtspunkt, würde ich sagen. Reparaturkit war das, ne? Einmal Toolkit. Mhm. Und einmal Tank. Okay. Ach ja, wollte ich mitnehmen, warte. Ah. Hier ist ein Weg. Weg da. Ich weiß nicht, wie mein Auto runter ist. Das ist schon ein bisschen beschädigt. Ist schon ein bisschen. Ja. Ein davon. Oh. Lohnt sich zu reparieren, sagst du? Na, noch nicht. Ich würde das Toolkit erstmal in den Kofferraum packen. Hier, Toolkit. Nur guck okay, halt, dass du nicht so viele Zombies mitnimmst mit dem Auto. Das wird schwierig. Da ist so ein Reflex, weißt du? Wollen wir das nicht alles in einem Auto lagern? Dass wir weniger Platz verbrauchen? Du kannst so zwei Stück jeweils in einem Auto lagern. Achso. Naja, das erste ein Toolkit im Auto ist ja nicht so schlimm. Also, das steckt sich nur zweimal, danach brauchst du einen neuen Platz im Auto, so meine ich das. Ja. Ach man. Immer wartet man. Was für denn? So, wo kommen wir jetzt genau lang? Einfach den Weg runter, ne? Oh, genau. Einfach nur gerade durch. Oh, das Auto ist so.
wie schnell das driftet. Das macht jedes. Also erst eine blaue Markierung. Denk dran, ich bin nicht so schnell mit der Karre hier, ne? Ja. Du bist ja dieser Schieber, ne? Warte, hier lag doch das Ding auf der Straße, ne? Ja, da lag in solchen Probe. Ja, solchen Probe. Nimmst du mit? Da ist eine Horde links, Vorsicht. Da liegt noch eine solchen Probe rechts. Ja, ich hab ein bisschen was überfahren. Da liegt noch eine solchen Probe rechts auf dem Weg. Die Horde mir jetzt mit, fuck egal. So. Hier liegen zwei. Ach so. Ja, ich nehme mal die solchen Proben mit. Hier ist auch noch eine. Deine schon vorerst? Ich warte hier gerade auf euch. Ich bin nur den Berg hoch. Ich habe drei Zombies mitgenommen. Wie schnell geht das Auto kaputt? Ziemlich schnell. Hast du aber normal bei State of TK? War auch im ersten Teil so. Okay. Ich habe jetzt nur diese zwei solchen Proben gesehen. Ah, da ist noch eine rechts. Ja, ich muss die mitnehmen, ne? Tut mir leid. Ja, das ist richtig. Wir brauchen die, falls wir selbst unsere Probleme haben, damit wir uns diese Heilmittel machen können, ne? Ja. Das Gute ist, wenn wir jetzt hier die Straße langfahren, dann decken wir auch die Häuser auf, die hier an der neben der Straße sind. Ja. Oh. Wo sehe ich, wie weit mein Auto kaputt ist, weil das sieht im Schrein ziemlich ramponiert aus. Sorgen musst du dir erst machen, wenn die Fensterscheiben komplett beschädigt sind und du überall Beulen hast. Ja. Hintere Scheibe ist komplett kaputt, Beulen habe ich auch. Zombies. Ne, das geht noch, die Seitenscheiben sind noch ganz. Okay. Gut. Also da müssen wohl komplett ohne Glas sein dann, ne? Nee, komplett ohne Glas ist schon zu spät. Dann bist du schon explodiert. Okay. Habe ich heute hingekriegt. Ja, ich frag vorsichtshalber. Ich will nicht hochfliegen. Vorsicht, nicht den überfahren. Was macht er denn? Schwierig. Der weicht aus und hängt. Ja, genau das. Der ist mir unter den Reifen gelaufen, ich schwöre. Ich bin ihm ausgewichen. Vorsicht, ich halt an. Ja, der ist unter deinen Hinterreifen. Wie unter meinen Hinterreifen? Unter deinen Hinterreifen ist er runtergefahren. Ja, sind wir mal auf mit uns. Ah, du machst schon perfekt. Ich wollte ihm ausweichen und der ist mir halt voll reingeraten. Ja, aber der hat 25 Punkte gebracht. Ja. Ich wollte den anderen, der. Punkte bringt der, aber der macht auch massiven Schaden an der Karre. Ja, okay. Haben wir neue Autos? Ein Auto. Das ja, heißt, das hier. Wenn ich da drüber fahre, ist kaputt. Ja. Ja. Soll ich hier unten mal aufräumen, was? Du stehst. Stehst du da? Nee. Screamer. Na, wo ist der Screamer, ist die Frage. Da ist noch ein Zombie irgendwo. Oder ein Screamer ist hier noch irgendwo. Da. Ich bin gerade Fenster raus. Nee, ist immer noch einer. Nee, ist frei. Ja, immer noch einer. Oh, nee, jetzt ist frei. Oh, lol. Ah, der alte Hausbesitzer braucht's glaube ich nicht mehr. Der hat Xbox gespielt. Oh, ich habe hier so viele Orange. Der aus wie Duke Nukem, was er gespielt hat. Ich komme mal mit meinem Auto, wobei damit ich direkt looten kann. Ich will den Truck haben, der hier steht. Ja, ich finde auch irgendwas mit mehr Platz ja schon ganz cool, ne? Also. Es gibt einen VW-Bus sozusagen. Wie Plätze hat der? Der hat, glaube ich, 8 Plätze anstatt 6. Oh, nicht wirklich viel, ne? Nee. Nichts gefunden, Geistesgegenwart, maximale Stufe. Kann man auch unterwegs dieses Skill leveln? Ja. Weil. Welche Taste? U. Ah, danke. Ich geh jetzt auch aus dem Weg. So. Ja, jetzt ist gut. Wird weiter gelootet. Da. Ich bin jetzt hier so gut wie durch. Ich hab noch einen Platz. Also einen Punkt.
3 Punkte zu looten noch. Also nachdem wir 2. 1 von 4 erst. Na, ich bin durch. Boah, ich habe so viele 6er Rucksäcke, ich weiß gar nicht, ob ich die alle brauche. Ja, die können wir zu Hause zerlegen, im Endeffekt. Ja. Okay. Jetzt kriegst du dann halt wieder Materialien. Ist doch gut, das auf jeden Fall. So, durchsuchen, die letzte. So. Also, ich bin voll. beziehungsweise, ich bin fertig. Ich bin auch fertig gelootet jetzt. Und das Auto hätte ich schon gerne wieder. Wollen wir ihn mal nach Hause bringen? Wenn du das Auto haben willst, dann nimmst du dir. Du musst halt nur gucken, dass du damit vernünftig fährst. Ich weiß nur nicht, wo mein Auto gerade steht, an der Straße, glaube ich, da hinten genau. Das müsste quasi einer mit mir nach Hause kommen, dass er mich mal eben dann da abholt. Ja. Aber ich nehme ein Auto. Das war jetzt hier links, ne? Genau. Ja, so ein normaler PKW ist doch ganz cool eigentlich. Ja, der ist auch schneller. Plätze. Der hat nur halt weniger Plätze, ne? Ja, der ist glaube ich eher zum Rumkommen so. Der grüne war deiner. Ich glaube, wir haben den Stern, ne? Hauptsache, kommt gleich einer und bringt mich. Geh jetzt zurück zum Host. Lol. Ah, stimmt ja. Zu schnell. Werden angekettet. Stimmt ja. Ah, wir haben ja die Begrenzung. Yep. Da musste ich abbremsen, sorry. Hab ich gemerkt. Ja. Dani hat vor mir die Zäune mitgenommen. Ich werde den einfach sowieso zur Seite stellen gleich. Wenn wir schon mal hier sind, können wir ja auch einlagern, ne? Ja. Ja, die Karre. Man kann doch ein Auto einlagern, ne? Ich wollte gerade sagen, du geh ans Auto, Kofferraum öffnen und dann auf die Sachen, die du einlagern willst, T drücken. Oh, okay. Dann brauchst du nicht immer zum Lagerball hinrennen. Mhm. Aber jetzt habe ich die Medis weggepackt, warte. Ne, das will ich natürlich nicht. Medis muss ich dabei haben, so. Wolltest du mit dem normalen Buch sagen? So. Die fahren immer normal, oder? Meinst du? Mich? Klar, tun wir. Auch schön, wie nice. Ich mag das Spiel. Auf jeden Fall. Da war ein Schild weniger. Die liegen mal tot rum, was soll denn das? Keine Ahnung, was soll denn das? Daniel, willst du den links an der Straße nicht haben? Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ah, der geht aber nicht. Nein, nein, nein. Oh, Horde hinter uns. Dann müssen wir weitergehen. Okay. Ich habe einmal geschossen. Oh, egal. Na, du wolltest zum Aussichtspunkt jetzt, ne? Genau, einmal kurz alles mal checken, was hier in der Umgebung ist. Wieso wird denn das nicht angezeigt hier? Egal. Okay. Oh, ich hab 100 Zombies getötet, dabei fahre ich einfach nur gerade. Oh, Kalle! Ich weiß ja nicht, was du hast. Gut. Ja, das Fahren ist ja auch performant. Bitte vor. Ja. Im ersten Teil hattest du so viel Performance-Einbrüche beim Fahren, das war
Katastrophe pur, ich sag's dir. Okay. Und da, das hat doch teilweise keinen Spaß gemacht, sich zu spielen, so. Oben ist auch was Gelbes. Ich hab den ersten Teil noch nicht gespielt. Ihr kriegt Besuch. Echt? Ja. Du kriegst da oben auch Besuch. Nee, ich brauche jemanden, der unten aufguckt. Ja, ich muss selber die Fragezeichen, glaube ich, oder? Nee. Oder machen wir die zusammen? Ach, okay. Ich dachte, weil ich auch Fragezeichen noch hatte. Eins habe ich noch, ich weiß noch nicht wo. Hä? Hm. Muss ich genau umgucken. Manchmal bin ich auch blöd am Suchen. Beobachtungsposten? Weil das war looten, war? Zwei Kisten kann ich nicht suchen. Schönes blaues Haus. Pilato Versorgungstruck. Hier auch mal. Wow. Ja, eins hilft mir. Ach, jetzt. Hallo. Wow. Oh, Waffenparts, nice. Oh, ihre armen Hände, Alter, so runterrutschen. Ja. So. Ist da denn was? Ein bisschen. Ja, eine Baustelle. Ich weiß nicht, ob da was zum Looten ist. Sieht so aus, ja. Benzinsammlung. Und ja, potenzielle Benzin aus dem Posten. Halt. Weiß nicht, ob du Benzin looten möchtest. Klar. Also alles wird gelootet, ja, aber. Ja, aber vor allem auch wichtig, weil wegen Sprit und so. Mhm. Daniel? Ja. Kommst du dazu? Jo. Wir sind doch gleich zwei blaue erstmal. Ich muss auch noch oben drauf. Lol. Oh, Versorgungstruck-Fahrzeug. Ich weiß nicht, wäre es sinnvoll, wenn wir wirklich alle Fahrzeuge mitnehmen, die wir können? Weiß ich nicht. Da weiß ich nicht. Guck mal, ob ich drankomme. Was ist überhaupt? Ist da oben in der Bergschmiede. Na, hier dann sicher erstmal nichts mehr. Dann würde ich hier clear, ne? Versuch das Fahrzeug hier doch runterzubringen. Jo. Hier ist noch was Gelbes. Wo denn? Wo ich dran stehe. Ah, da wurde mir kein angezeigt. Wow. Okay, im Truck ist Munition und Benzin direkt noch drin. Ist das vielleicht unser Truck? Nee, ne? Nein. Der würde mir ja nicht angezeigt werden. Auf der Karte als grau. Ja, schon. Ich muss immer zum Ding setzen, ich bin nämlich gleich voll. Ich weiß nämlich, wie ich den nach Hause kriegen soll. Und meinen also, danach lassen wir lassen erstmal hier stehen. Ja. Toll, ich bin ermüdet. Ja. Du auch? Da müssen wir immer Charakter wechseln, ne? Mhm. Ah, er muss ja eh nachtanken. Ich habe auch schon mal das erste Haus jetzt markiert unten, ne? Oder wollen wir erstmal die anderen Orte abklappern, die in der Nähe sind?
Weiß ich nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange man müde bleiben darf und wie lange wir nach Hause brauchen und keine Ahnung. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir gehen jetzt mal zu dem Haus. Und dann schauen wir mal, dass wir da auch die Beobachtungsposten mitnehmen. Jemand zeigt beim solchen Herz oder was? Ja. Das sind ja drei Beobachtungsposten. Ja. Du musst nur aufpassen, auf dem Weg dahin sind da Straßenblockaden. Und da sind starke Zombies. Ja, die kriegen doch kaputt, oder? Ich bin ein paar Mal mit dem Auto gegengefahren, hat halt nichts geholfen. Ja, sind zu dritt. Bin ich explodiert. Oh, wow. Ach, coole Stadt, ey. Plague Territory. Gotta stay on my toes. Ey, lauf nicht dieses Auto. Was war denn nicht hier? Wo ist denn das? Hallo. Wo ist die Bude? Oder ist das dieses große hier, die Lampe hält? Sollte das große sein. Ach, tatsächlich. Das ist hier die Säge links. Jetzt haben wir ein paar Zombies angelockt. Mhm. Und das Dickerchen. Lass mal aufräumen, würde ich sagen, ne? Dickerchen ist problematisch. Ich sehe ihn. Ach, so einer ist das. Ich hab keine Shot mehr. Ja, ich hab auch gleich keine mehr. Au. Oh, da kommen noch mehr Zombies. Ja, da kann ich versuchen, mich zu kümmern ein bisschen. Ich bin halt sehr echt im Eimer. Wie wollen wir mal ausweichen? C. Kann ich ausweichen? Ja, okay, wird sich vielleicht dauern. Easy going. Bin ich entdecken. Na, jetzt geht's. Dickerchen ist down, okay. Ja, ich bin halt voll verseucht jetzt. Instinkt. Ja, das heißt, jetzt müssen wir hier das solchen jetzt finden, erstmal. Ja, ne? Ja, genau, das solchen jetzt, das ist irgendwo da hinten. Oh. Du weißt, wo es ist? Ja, wird auf der Karte angezeigt. Jetzt schon? Siehst du schon? Ja, und da ist ein Springer. Ich habe keine Munition mehr, ich kann halt nichts machen. Finger ist down. Sehr gut. Ja, dann, ist das solchen Herz? Das hier? Ja. Ach krass, ja dann. Eben zu dritt nach Hause fahren. Fertig vorbereiten und los, oder? Können wir machen. Können wir mit einem Auto fahren, rein theoretisch. Wir kriegen Besuch. Ja, ich wollte gerade sagen, du musst überlegen, hier werden wir öfter Besuch haben in der Base, ne? Also. Hier werden wir was haben? Öfter Besuch haben? Ja. Ja. Aber dafür haben wir auch dann nachher unsere Peepers am Außenposten und so. Das ist korrekt. Wo bist du, wo ist Daniel? Da. Ich bin im weißen Auto. Ja, lass mit einem Auto wieder zurückfahren, das wäre gleich sinnvoller. Ja. Ach, ich sollte vielleicht erstmal leer machen dann, ne? Ich wollte gerade sagen, nehmt die Sachen aus eurem Auto raus. Wenn das geht, ne? Ja, dann muss ich jetzt links. Achso, ich kann eigentlich mein Sprit und mein Toolkit hier lassen, ne?
Ja, ja. Boah, jetzt hier Kofferraum, ne? Da ist nur Toolkit drin. Du kennst den Weg, Daniel? Nur halbwegs im Kopf noch aus, der. Ja. Ja, dann fährst du in der Straße mit links und dann fährst du nur noch geradeaus. Ja. Ja, und hier links. Muss direkt auch Charakter wechseln. Ja, ich auch. Meiner ist müde und meiner ist zu 80% infiziert. Oha. Alter, ich hab gerade richtig Klatsche bekommen von 4-5 Infizierten. Mhm. Ja. Und der Dicke hat sich auch noch runtergehauen auf dem Boden. Was denn? Da, das ist nur das Auto, was ich markiert habe. Wow. Ach, ja, wir mit? Wir mit die Karre, wenn wir eh schon nach Hause fahren? Ja. Boah. Meine Maximum-Ausdauer, die ist so low. Mhm. Ich verlasse euch ja mal ganz, ganz kurz, ja? Jo. Ja. Muss gleich auch erstmal pinkeln. Das habe ich gehört. Oh. Ja, die sind mir fast ans Auto gelaufen. Also ans Auto, an die Seite. Den habe ich nicht mitgenommen. Aber. Die fast. Vorsicht, wenn du jetzt gleich auf den Feldweg fährst. Direkt vorne an ist ein Hügel. Da muss ich bremsen. Okay. Hier an der Tanke, Vorsicht. Oh, Zombie-Horde. So, erstmal einlagern. Da muss ich mal eben reparieren. It's good to see your ugly mugs. Haben wir eine Werkstatt hier? Ja. Das fehlt mir ein bisschen die Munition, würde ich fast sagen. Muss ich gucken. Aber ich muss erstmal auf Klo. Guck, Materialien? Ernsthaft? Ich hab nur 111 und zerlegen. So. Oh, verdammt. Ja, das ist eine gute Be- also wenn du mich so begrüßt, finde ich gut. Ja. Weg. Ich muss weg. Sachen zerlegen. Wieso? Zerlegst du dann eigentlich die Sachen, die ich hier habe, oder legst du die aus deinem eigenen Spielstand? Bitte? Zerlegst du nur Sachen zerlegen? Zerlegst du Sachen aus deinem Spielstand oder aus meinem Spielstand jetzt hier? Aus meinem. Weil ich habe ja mein eigenes Inventar. Also meine eigene Schließfach-Dings. Ah. Hat das eine Begrenzung? Glaub nicht. Also ich habe bisher noch keine Begrenzung gefunden. Warte mal, du musst es zerlegen. Ja, aber weil ich Sachen haben muss für die um die Ausrüstung zu reparieren. Mir fällt gerade ein, aber auch genau deswegen habe ich letztes Mal diese solchen Dings nicht gesehen, ja, wo du es mir reingelegt hast. Ja. Ach ja, apropos solchen Dings, ich brauche Medis. Ja, definitiv. Ich schicke die alle mal auf die Krankenstation jetzt. So. Ich will sie einliefern. Warum bin ich jetzt im Auto? Achso, du hast du halt eben. Okay, ich habe nur Charakter gewechselt. Ich nehme jetzt Profiro. Ah, die haben alle Ansehen, Rekrut, hier ist Burger. Was ist die andere Rolle? Auch Burger.
So, den hätte ich gerne Kontrolle übernehmen. Wie kann ich? Der Typ ist cool mit seinem Tuch und der Kapuze.